Deutsch ist die am häufigsten verwendete Sprache in Europa. Und weil Deutschland weltweit anerkannte Errungenschaften in verschiedenen Bereichen wie der Geisteswissenschaft, der Gesellschaft, der Wissenschaft und der Kunst erzielt hat, wird die Bedeutsamkeit des Deutschen immer größer. Wir haben das Ziel, Deutsch zu verstehen, es gut zu nutzen, die Fähigkeit der Sprache zu verdienen und aktiv im Zeitalter der Globalisierung und Versieren. Die Wendokwent-Sprache Oberschule und Schüler des Hauptfachs Deutsch lernen nicht nur die Sprache, sondern auch die deutsche Kultur und Geschichte und gehen für ihre Zukunft und ihre Ziele voran. Gerade bereite ich auf den deutschen Gedicht-Zitationswettbewerb vor, der morgen stattfinden wird. Am beeindruckendsten finde ich Goethes Gedicht Verlust. So bietet die deutsche Sprache den Schülern verschiedene Möglichkeiten, auf deutsche Literaturwerke zuzugreifen, wie zum Beispiel Gedichte lesen und sogar eins selbst zu schreiben. Dadurch können die Schüler ihre Schreibfähigkeiten auf eine neue Art und Weise ausbauen. Heute sprechen wir über die Wiedervereinigung durch einen Vergleich zwischen Deutschland und Korea. Deutschland war bis vor 30 Jahren ein geteiltes Land wie Korea heute noch. Aber heutzutage hat Europa ein unglaubliches Wachstum erreicht. Wie konnte Deutschland dann eine Einigung erzielen? Zunächst war Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in Ostdeutschland und Westdeutschland geteilt in ein sozialistisches und liberales System. Der Austausch zwischen den beiden Ländern wurde mit dem Ausgangspunkt der Ostpolitik aktiver und am 3. Oktober 1990 brach die Berliner Mauer zusammen und Deutschland wurde schließlich vereinigt. Jetzt, da wir den Hintergrund der Wiedervereinigung Deutschlands kennen, sprechen wir über die Wiedervereinigung unseres Landes. Seit wir Diskussionen mit Schülern des Hauptfachs Deutsch, die ihre Sicht auf die Welt erweitern, indem sie mit ihren Freunden über wichtige Fragen diskutieren, sowie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der koreanischen und der deutschen Gesellschaft vergleichen. Bisher weiß Deutsch.